Willkommen zu Episode 4 des Sims 4 Landhausleben Let's Play. Das kam jetzt tatsächlich eine kleine Weile nicht, aber jetzt geht's auch hier weiter mit Marianne und Harold und natürlich Clementine und Pumpkin, ganz, ganz wichtig. Hier ist tatsächlich auch schon Halbzeit, das ist ja nur eine kleine Miniserie zum damals, als sie angefangen hat, noch 9 Pack. Und deshalb wird das hier nur 7 Folgen umfassen. Hier sehen wir auch gerade nochmal die Hühnchen von Marianne, das sind Clara und Alice. Und hier haben wir so ein kleines Chickling, das heißt Chickachu. Und da ist übrigens Pisser, den haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber wir widmen uns jetzt wieder Marianne, denn die kann heute endlich nämlich mal ernten. Und zwar hier so einen richtig schönen Kopfsalat, das habe ich aber eh auch schon in ihrer Liste drin, dass sie alles ernten soll. Und dann nehmen wir hier auch mal wieder ein bisschen Kohle ein. Ich habe hier ja die absonderlich dämliche Idee gehabt, getrennte Haushaltsbudgetlisten zu führen, warum auch immer ich mir das antue. Ich habe heute auf jeden Fall, um meine nicht vorhandene eine Menge Hirnzellen zu entlasten, den Taschenrechner dabei. Und dann werde ich das da immer schön eintippen. Der derzeitige Kontostand bei Harold sind übrigens 384 Simoleons und Marianne besitzt gerade 388. Falls die Zahlen anders sind als beim letzten Video, liegt das einfach daran, dass ich hier ein bisschen weitergespielt habe privat. Das habe ich ja auch angekündigt, dass ich das machen werde. Und wo rennt sie hin? Ah, da hinten, stimmt, da hatten wir ja auch noch Sachen angebaut. Marianne hat jetzt auch eine ganz neue profitable Einkommensquelle für sich entdeckt, nämlich, Fleisch. Wo bekommen wir das jetzt hin? Oh, wie süß, Pumpkin hat einen Schwarm. Komm, gib's ihm, sei mutig, Pumpkin, du bist ein mutiges Mädel. Oh, der Schwarm vom Pumpkin weiß nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt. Im Eifer des Gefechts geht Pumpkin am Ablagefach vorbei und drückt die Karte dem beliebtesten Kind der Schule in die Hand. Nachdem die Karte zur besten Karte aller Zeiten erklärt wurde, wird Pumpkin eingeladen, jederzeit die Pause und das Mittagessen mit den beliebten Kindern zu verbringen. Okay. Ja, Pumpkin, läuft bei dir. Wir haben uns auch richtig gut hier um unsere gute Luku gefüttert und Lunimu da hinten geht's auch gut, habe ich mitbekommen. Also wir werden hier noch richtig, richtig, richtig gute Farmer. Wir werden hier noch richtig gut im Autark leben. Ich meine, wir können bisher immer noch nur Käse und Obstsalat für uns zum Essen zubereiten, aber wir arbeiten dran, dass wir auch ein besseres Leben haben. Heutige Post wurde zugestellt, dann holen wir uns gleich mal unser schönes Fleisch. Ich wollte nochmal rausfinden, ob es hier nicht auch eine bessere Möglichkeit gebe, Zeugs zu verkaufen. Verkauf über Simbay. Genau das. Gut, wir versuchen es mal. Mit den eingemachten Pilzen. Die würden eigentlich pro Stück, ich wollte das pro Stück sehen, pro Stück 20 Simoleons einbringen. Mal schauen, wie viel wir so bekommen. Eingepacktes weißes Fleisch. So, stecken wir gleich mal in den Kühlschrank. Da hält das hoffentlich länger. Oh, Kacke, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel wir bekommen haben. Gut, dann verkaufen wir das nochmal, da wird man schon gleich viel dafür bekommen. So, Simbay, nochmal eingemachte Pilze. Wenn es die 20 Simoleons sind, die wir so auch bekommen würden, dann ist das echt Verarsche. Ich habe mich gerade angemalt. 40. Wir bekommen das Doppelte. Okay, das ist gut. Oh, 62 waren das dieses Mal. Wir sind jetzt schon bei 142 Simoleons, die... Und 57... 199 Simoleons, die Marianne jetzt gerade einfach schon gemacht hat. Ich glaube, ich werde dieses Stickbild, das sie da gemacht hat, dann definitiv auch über Simbay verkaufen. Aber ein paar andere Sachen so noch. Dann haben wir insgesamt 877 Simoleons für Marianne. What the actual fuck? So, und wie läuft's bei dir, Harold? Erzähl doch mal. Harold lebt ja noch ein wenig... ja, technologisch nicht ganz so fortgeschritten. Das heißt, er kann hier gar nicht auf Simbay zugreifen. Das heißt, mit dem verkaufen wir alles einfach hier über sein Menü. Oh, wir haben Honig von schlechter Qualität. Toll. Und jetzt ist noch Harolds geliebter alter Plattenspieler hinüber. Da freut er sich natürlich. Und Pumpkin und Clementine sind jetzt auch wieder von der Schule zu Hause. Das heißt, mein Lieblings-Sam ist wieder da. Pumpkin, I missed you. So, und dieses kleine Hühnchen. Ja, das heißt Nugget. Das werden wir jetzt mal füttern. Ich hoffe, ihr Lieblingshase kommt später nochmal vorbei. Sie hat sich ja auch mit den Füchsen so ein bisschen angefreundet, beziehungsweise mit dem Fuchs Finn, mit den anderen dann eher nicht so. Oh, unsere Freundschaft mit Pisser müssen wir auch noch wieder ein bisschen ausbauen. Och, hallo, lieber Mr. Chickling. Wie hieß unser Haar nochmal? Saranford, genau. Nein, da ist ein Fuchs, wenn du Saranford...
Ransort, wenn du Ransort frisst, dann sind wir keine Freunde mehr. Ist das Pisser? Oh, es ist Pisser. Okay, Pumpkin, du musst mit Pisser spielen. Was? Pumpkin hat Pumpkin eingeladen? What the fuck? Oh, wie süß ist das denn? Ich meine, Marianne sieht gerade grauenvoll aus. Spannend, dass man für Rührei mit Speck einfach nur zwei Eier braucht. Da frage ich mich, wo der Speck herkommt. Auf jeden Fall kann Marianne das machen. Und dann würde ich auch ganz gerne mal... Okay, backen können wir sowieso nichts, wir haben kein Mehl. Aber ich würde ganz gerne auch schauen, ob sie da was Spannendes Neues einmachen kann. Nö, natürlich nicht. Wir haben nichts von all diesen Sachen hier zu ernten. Wir könnten aber so ein paar eingemachte Pilze wieder machen. Und auch da drüben hat man Hunger. What the fuck ist hier los? Okay, das ist ja so gar nicht creepy, dass gerade alle unten in Pumpkins Zimmer sitzen. Oh mein Gott, Pumpkin ist gerade einfach zweimal da. Wie creepy ist das denn? Und diese Pumpkin schaut einfach mal aus wie ein böser Zwilling. Schaut mal, wie böse diese Pumpkin aussieht. Und wisst ihr, was das Beste ist? Die böse Pumpkin ist natürlich unsere Pumpkin. Und diese Fake Pumpkin hier, die ist viel zu pseudonett. Oh. Oh. Oh, geil. Da können wir auch ernten. Wir haben jetzt auch Auberginen. Wie schnell das jetzt passiert ist, dass wir ernten können. Warum ist unser Haus überhaupt voll mit Besuchern? Wir hassen Menschen. Und du gehst schön Sachen einmachen hier für die nächsten 15 Stunden. Das stellen wir so lange da rein. Oh mein Gott, wo geht sie denn dazu jetzt hin? Geht sie jetzt ernsthaft in die Küche von Marianne? Nein, och Mann, Clementine, warum tust du mir das an? Als ob da in dem Kackhaus kein Platz dafür wäre. Aber gut, dann machen wir es halt anders. So, das ziehe ich euch aber jetzt von eurem Geld ab. So, geht doch. Ich glaube, wir werden wieder Samen kaufen müssen. Und zwar würde ich dieses Mal wieder Gemüse für Einsteiger holen. Sag mal, warum sind die eigentlich alle grün? Wenn ich irgendwas richtig machen würde, wird da doch eigentlich orange werden, oder nicht? Ich habe jetzt einfach mal den größten Wahnsinn überhaupt gemacht. Und habe für Marianne hier so ein Gemüse- und Kräuter-Pharmatron-Paket gekauft für 100 Simoleons. Oh. Oh. Okay. Taro. Grüne Erbse. Und Spinat. Hoi. Ach, das ist ja niedlich. Und wir können auch ein Geschenk von ihm annehmen. Da ist schon wieder ein Fuchs. Da ist schon wieder ein Fuchs drin. Hat einen geklaut. Das ist sogar Finn. Aber gut, er klaut nur bei Marianne. Das ist ja die Konkurrentin. Pinke Lama-Wolle, das war das Geschenk. Okay, das ist spannend. Bitten bei der Gartenarbeit zu helfen. Könnten wir jetzt. Aber tun wir nicht. Denn das interessiert Pumpkin eigentlich gar nicht. Wir wollen einfach nur mit Pisser reden, Pisser streicheln, Pisser umarmen, mit ihm über sein Leben als Hase reden. Pumpkin, die versteht ihn ja, die versteht alles, was er sagt. Und das liegt gar nicht daran, dass sie sich kürzlich die Birne angehauen hat. Och, niedlich. Sondern sie versteht die Tiere, sie weiß, was die sagen. Und weil Pisser uns so gern hat, warnt er uns auch. Denn, und das hat Pumpkins am Rande mitbekommen, weil sie es in der Schule gehört hat, es ist wohl eine Einwohnerin in der Stadt verschwunden. Keiner weiß so genau, was da passiert ist. Die war einfach von heute auf morgen weg. Und Pisser warnt Pumpkin, dass sie vorsichtig sein soll, dass der Feind manchmal näher ist, als man denkt und dass man nie weiß, wen man vertrauen kann. Ich find's lustig, dass Harold genau in dem Moment hier mit einem Messer rumfuchtelt. Ja, Pumpkin denkt sich jetzt eigentlich gar nicht so viel dabei, was sie da gehört hat. Sie denkt sich, ich bin eh nur zu Hause und in der Schule und was soll da schon groß passieren? Sie kennt die Person auch gar nicht, die da verschwunden ist und... Ja, Pumpkin ist jetzt auch nicht so das sozialste Kind. Deshalb lässt sie das eigentlich ziemlich kalt. Und Clementine ist hier unten gerade eh nur mit sich beschäftigt. Die bekommt gar nichts anderes mit. Was Harold macht, wollen wir lieber gar nicht so genau wissen. Oh Gott, das sah gerade irgendwie falsch aus. Wäscht ihr gerade Blut von der Kleidung oder so? Marianne redet auch gerade wieder eine Runde mit sich selbst. Das freut sie immer richtig. Oh stimmt, wir haben hier noch diese Blumenwerkbank. Vielleicht hätten wir dann mal Blumen kaufen sollen, die wir anpflanzen. Und dann hauen wir gleich noch was auf Simbay. Ich liebe diese Möglichkeit. What? Sie ist jetzt über 1000 Simoleons. 1027, was ist passiert? Ich finde ja tatsächlich, dass dieses Landhausleben-Pack jetzt eigentlich eher wenig für Storytelling geeignet ist, sondern dass das so ein Pack ist, dass man richtig gut so... was so in einem gemütlichen Stream oder so spielen könnte. Oder was sagst du dazu, Bouncy? Ein bisschen Katzen-ASMR.
Ja, also wir haben hier heute tatsächlich so einiges geschafft. Ich bin wirklich überrascht. Ich werde jetzt nochmal alles final verkaufen, was wir heute nicht mehr brauchen. Und dann werde ich euch nochmal den finalen Kontostand durchgeben, wie es nach dem heutigen Part aussieht. So, ich habe jetzt den finalen Kontostand und ich muss sagen, der überrascht mich wirklich sehr. Also, ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ich habe keine Ahnung, wie diese Zahlen bitte zustande kommen. Aber wir haben in dem Part ja auch sehr viel gemacht. Und unser finaler Kontostand für den heutigen Part ist, dass Harold einfach mal sage und schreibe 1132 Simoleons gemeinsam mit seinem Haushalt verdient hat. Ich meine, das ist hauptsächlich Clementine zu verdanken, die hier heute so viel eingekocht hat. Und Marianne hat 1135 Simoleons verdient. Ich meine, wir hätten auch diesen großen Kürbisring verkaufen können. Das wollte ich aber nicht. Dann hätte sie nochmal fast 200 Simoleons mehr gehabt. Was ich auch noch nicht verkauft habe, ist ihr Riesenkürbis, der auch 434 Simoleons wert wäre. Mit dem würde ich vielleicht gern nochmal zu einem Wettbewerb gehen. Der hält noch 6 Tage. Oder ich überlege mir irgendwas anderes. Auf jeden Fall haben wir den auch noch. Also ansonsten wäre das Rennen ganz klar für Marianne ausgegangen. Ich weiß nicht, wie ich das Ding hinstellen soll. Und im Endeffekt finde ich es dann auch gar nicht mehr so schön, muss ich sagen. Oh, da haben wir noch eingemachte Pilze. Nochmal 22 für Marianne. Aber es bleibt nach wie vor ein sehr knappes Rennen. Man muss aber auch bedenken, dass Marianne alleine ist und Harold ist dort mit seiner Familie zu dritt. Aber hier wird weiterhin natürlich auf jeden Fall richtig hart gefarmt, auch im nächsten Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist wie immer auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wünsche ich jetzt erstmal eine schöne Zeit. Tschüss. I could never keep a secret from